Im Mai 2010 verbrachte ich ein paar schöne Tage im Harz. Mein Ziel war der ganz alltägliche Regelbetrieb auf der Harz-Quer- und Brockenbahn. Von Nordhausen trifft Zug 8920 mit Fahrtziel Brocken eben in Ilfeld ein. Noch rund 3 Stunden werden die Fahrgäste auf den restlichen 54 Kilometern unterwegs sein, bis Norddeutschlands höchster Gipfel erreicht ist. In Eisfelder Talmühle läuft die Strecke aus dem Selketal mit der Harz-Querbahn zusammen. Aus Quedlinburg kommt Zug 8951, der im Sommerfahrplan am Donnerstag, Freitag und Sonnabend als Dampfzug unterwegs ist. Vor der Rückfahrt muss der Wasservorrat ergänzt werden. Superman auf dem Bahnsteig und grüne Deko an der Rauchkammertür, das belegt, dass diese Aufnahme am Himmelfahrtstag entstanden sein muss. Durch den größeren Fahrgastandrang kommt es leider nicht zur planmäßigen Doppelausfahrt, so dass wir noch einmal an einem anderen Tag wiederkommen müssen. Zeit, einmal einen Blick auf den Dieselbetrieb zu werfen. Obwohl in der Regel schwächer ausgelastete Züge kommen im Netz der HSB Triebwagen aus 4 verschiedenen Baureihen zum Einsatz. Wir haben es hier mit einem sogenannten Fischstäbchen zu tun. Angetrieben wurden sie lange Jahre von einem 155 Kilowatt Deutz-Motor, der seine Kraft über ein mechanisches Getriebe übertrug, was man gleich auch sehr deutlich hören kann. Im Jahr 2014 wurden beide Triebwagen schließlich komplett überholt und dabei mit neuen Motoren und hydraulischen Getrieben ausgestattet, sodass diese Aufnahmen inzwischen historisch sind.
Neuer Tag, neues Glück. Und diesmal klappt es mit der Doppelausfahrt. Wir machen einen Sprung zur Brockenbahn. In Schierke ist Zugkreuzung. Zug 8930 ist talwärts unterwegs und trifft zuerst ein. Kurz darauf rollt schon der bergwärts fahrende 8927 in den Bahnhof ein. Bergwärts fahrenden Züge müssen hier Wasser nehmen. Die Zeit habe ich genutzt, um mich 100 Meter weiter bergauf an der Strecke zu postieren. Weiter oben ist es neblig und nasskalt, also schnell wieder ins Tal. Kurz vor 3 Annenhohne quert Zug 8929 vom Brocken kommend die Landesstraße 100. Die Verkehrsdichte im Bahnhof 3 Annenhohne ist hoch. Jedes Jahr besuchen fast 600.000 Touristen den Gipfel.
die meisten davon mit den Zügen der HSB. So kann man hier mehrmals am Tag gleich drei Dampfzüge gleichzeitig erleben. Um 15.40 Uhr hat der 8929 Ausfahrt Richtung Nordhausen. Sechs Minuten später geht es für den 8937 los zur anstrengenden Fahrt auf den Berg. An einem anderen Tag beobachten wir den 8904 aus Eisfelder Talmühle kommend bei der Einfahrt. Er führt den aus einem Güterwagen entstandenen Aussichtswagen mit. Wasserfassen geht es weiter nach Wernigerode. Durchs Drängetal rollen wir stetig bergab und erreichen bei Kilometer 51,6 den einzigen Tunnel im Harzer Netz, der den Turmkohlenkopf unterquert.